So, ach, eine Schrotflinte, die brauchen wir leider nicht. Aber das war eine geile Scheiße. Tja, wo gehen wir jetzt am besten lang? Was gibt's denn hier? Gibt's irgendwo noch ein Waffenteil? Nö, überhaupt nicht. Huh. Okay. Oh, 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 oh. Ich finde den Schalldämpfer aus der... Ah, da ist einer. Na, ach, scheiße. Boah, fuck. Na toll. Kriegen wir die so platt? Einfach mal probieren, hä? Huh? Ach, kein getroffen. Scheiße. Ah, packen wir halt. Jetzt aber. Ah, das war ein super schöner Headshot. Ich finde diesen Schalldämpfer aus der PET-Flasche ja so ultra geil. Ah, Mann. Oh nein. Ah, fuck, jetzt haben wir den nicht erwischt. Komm, noch einmal nach rechts. Zack, zack, zack. Yeah, sehr gut. Mann. Dann treffen wir den auch nicht sofort. Oh. Naja, hat uns ein Painkiller gekostet und ihnen halt ein Auge. Oh, Scheiße. Ich brauch Kaffee. Oh Mann! Das gibt's doch überhaupt nicht. Ja, huste nochmal, bevor du kaputt gehst. Ich hasse es, wenn die Leute Kappen tragen. Kennt ihr diese Kappen? Diese normalen Kappen? Die eigentlich heutzutage kein Mensch mehr anzieht, es sei denn, es sind so... Oh, Alter, die Nase ist weg. Nee, ich meine, kennt ihr diese Mützen noch? Diese ganz normalen? Abgesehen jetzt von den wirklich gut aussehenden New Yorker Mützen oder so, aber alle anderen, so Frankfurt Mützen, Dortmund Mützen. Ach, nee, irgendwie stehe ich da so gar nicht drauf. Ja. Das war auch... Entschuldigung, ich wollte einfach nur mal testen, wie lange das braucht, bis es explodiert. Ach. Ah, warum schwer, wenn es auch einfach geht? Oh, scheiße. Da ist ja wieder ein ganzer Arsch voll. Ah, komm schon. Fuck. Oh, nein, 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 nein. Max, hallo. Ich entschuldige mich für dieses Epic Fail. Wenn das so weitergeht, sind wir gleich tot. Beziehungsweise. Seid mir nicht böse, aber das war mir zu doof. Für meine Dummheit, sag ich mal. Dass ich das so verkackt habe. Nee, muss nicht sein. Machen wir das doch lieber nochmal richtig. Gut, treffen können wir zwar nicht richtig, aber wenigstens haben wir keine Energie verloren. Autsch, der ist ja ganz schön nach hinten geflogen. Das gibt's nicht. Ah! Oh. Jetzt komm schon, geht doch. Wie viele sind denn hier in diesem scheiß Rohbau? Diese verwinkten... Oh, Alter, nein. Diese verwinkten Winkelten Ecken sind aber auch unglaublich. Ah, Waffenteil. Yes. Ich glaube, ich müsste auch ein Video machen über die Findung aller Waffenteile. Wäre, glaube ich, mal hilfreich. Aber dazu müsste ich sie auch wirklich erstmal alle finden. Tja. Zack. Ei, von wo? Ach, ich wollte mir eigentlich in die Nüsse schießen, aber okay, schade. Man kann ja nicht alles haben. Ah, jetzt hängen wir hier fest. Kannst du hochspringen? Yep, super. Oh, oh. Oh, oh. Ah, wird das was? Ja, so könnte das doch was werden.
Na komm, den noch. Ja, das war der letzte. Entschuldigung, ich konnte es nicht lassen. So, ich möchte erst nochmal, seid mir nicht böse, aber erst nochmal nach dem Waffenteil auch, Painkiller. Ja, genau, Silvia. Ich möchte auf jeden Fall erstmal nach Munition, Waffen und Waffenteil gucken und irgendwie ist die Waffe scheiße. I needed to find a way upstairs. Surely nobody would notice another hole in the wall. Definitiv nicht, Max. Ein weiteres Loch fällt einem nicht auf. Oh, ein Beweis. Silva and I had the same fan club. I knew enough and he knew too much. We'd both become targets. Tja, eine Zielscheibe zu sein, ist halt immer ein bisschen ätzend. Oh nein, was ist das denn für einer? Wieso ist der da? Der hat uns jetzt wirklich einen Painkiller gekostet, die Drecksau. Muss ich das Loch da, muss ich die Dinger abschießen? Ja, bestimmt, ne? Das sollte ich aber aus einer sicheren Entfernung machen, aber cool. Das machen wir ganz cool. Pam, pam, pam. Und? Ah, okay, ja, das sah ja echt witzig aus. Okay, naja, so ist das halt. Im Alter, ne? So. Ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht verrecken. This thing was bigger than me. Bigger than the Broncos. But I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. Ja. A bad caricature of a better man. Wollte ich gerade sagen. Ein glatzköpfigen Trunkenbold. Waffenteil. Yes. Ich habe auch schon mal den Multiplayer hier von dem Spiel gespielt. Leute, seid mir nicht böse. Ich habe ja ganz am Anfang vom ersten Part gesagt, dass ich einen Multiplayer-Part mache. Oh, Moment. Ich erzähle gleich weiter. Ufe, that deal at the favela was getting dirtier by the minute. Tja. Those bastards were clearly in bed with the crush of Prado. Now we just have to find out why. Ja, dann seh zu, Max. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. Da Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. Das ist immer so. Oh, was ist das denn? I had to get those poor bastards out of there. Ja, weg mit denen. Wenn wir nicht viele retten können, dann wenigstens die. Serrano. Was zum Teufel? Pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Ja, komm, der ist schon geschändet genug, den lassen wir gehen. Drecksack. Whatever hell this was, Da Silva had sent me into. I knew I had to put an end to it. Tja, das sollten wir wirklich beenden. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled. Oh, wir sehen mal wieder Tageslicht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, ich spiele Multiplayer. Habe ich im ersten Part gemeint, aber das mache ich jetzt doch nicht. Ich habe den mal angespielt und seid mir nicht böse, die Erwartungen waren riesengroß an den Multiplayer, aber der ist, seid mir nicht böse, der ist aber einfach unglaublich schlecht. Also der Multiplayer, das macht keinen Spaß, ehrlich nicht. Der Multiplayer von Red Dead Redemption, der war geil, der war richtig, richtig geil, war ja auch von Rockstar das Spiel, sag ich mal. Der Multiplayer war super, aber hier von Max Payne, seid mir nicht böse, der war schlecht. Ich habe viele Erwartungen da reingesteckt, aber ich wurde vollends enttäuscht, ehrlich. Es ist total hakelig. Die Waffen sind nicht super, sag ich mal, im Multiplayer. Die Server sind nicht gut. Der Ping ist für den Arsch. Also, nee, seid mir nicht böse, aber geht gar nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, das Projekt Multiplayer Max Payne werde ich in den Boden stampfen und nur den Singleplayer machen. Ich hoffe, ihr seid da nicht enttäuscht. So, aber jetzt genug vom Multiplayer. Wir widmen uns wieder dem Singleplayer hier, ne?
Ah, was ist das denn? Geh zu Boden, Mann. Geh! Das gibt's hier nicht. Der Pool würde bestimmt geil aussehen, wenn er schönes Wasser drin wäre. Oh, was, wie das hier aussieht, alles verranzt. Bäh. Oh, eine MP5. Ich will eine MP5 haben. Aber mit denen ich schoss, das ist scheiße. Nee, ich nehm, ich bleib doch dann. Was ist das eigentlich? Die, super, dass der Name da steht. Geil. Ah, doch, MD. Sind das richtige Waffennamen? Habe ich noch nie gehört. Klasse. Stirbst du? Weißt du? Komm schon. Oh Gott, wie ewig das dauert. Ich habe auch keine richtige Munition mehr, nur noch für die Waffe. Wo sind wir überhaupt jetzt? Wir sind draußen. Ach so, ich, das sah da hinten aus, als wäre der Kran, Kran, na, weiß, rot, grün, sprich die Farbe von Viva la Mexico, aber ist leider nicht so. Ah ja. Scheiße. Komm schon. Ach, so wird das nix. Das hätte so gut werden können. Müssen wir uns eben so vorarbeiten. Scheiße. Ach, Dreck. Da ist nix. So wird das nix. Ha. Kommst du da rüber springen? Ja, kannst du. Nein, nicht gegen den Pfosten, nicht gegen den. Ach, scheiße. Na komm. Ah, ich probiere was. Das hat schon mal geklappt, finde ich gut. Ah, oh, toll. Ah ja, hat der ein Scharfschützengewehr oder was ist das? Komm schon, mach hin! Ouch. This was hell on earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. Ich brauche ein bisschen Munition. Ja, so sieht das doch gut aus. Also die kann ich schon mal nachladen. Hier ist ein Painkiller. When you find yourself in hell, dance with the devil. Ja. It looked like Victor had won the sympathy vote. Found his universal connection to the people. Triumph out of tragedy. Part of me couldn't help thinking that had been his plan all along.